Eine weitere Begebenheit, die mit freilebenden Wölfen hier in Deutschland traurigerweise festzustellen ist, ist diejenige, dass leider Wölfe auch im Straßenverkehr von Kraftfahrzeugen überfahren werden. Dieses Vorkommnis ist einige Male in Ostdeutschland, wo heute ja die meisten freilebenden Wölfe festzustellen sind, auch vorgekommen. Denn so wie wir es von vielen anderen Wildtieren auch kennen, vom Reh, vom Fuchs, von Wildschweinen, die ebenso in einer gewissen Anzahl, leider auch hohen Anzahl festzustellen sind im Bereich der Kraftfahrzeugkollision oder eben auch vor Eisenbahnzüge, ist dies leider auch ein trauriges Kapitel bei Wölfen, welches wir, wenn Wölfe sich in Deutschland mehr und mehr ausbreiten, auch in anderen Teilen Deutschlands künftig feststellen müssen.